Heute hat mich der Gold rausgepackt. An meiner vierten Station von meiner Cowboy-Ausbildung bin ich darum zu Romos zu Gast beim Gestuhl Unternähl. Wir gehen jetzt gerade an die Fontanne runter, schauen, was wir an Gold finden. Los geht's! Von Romos bis an Fluss runter sind es etwa 20 Minuten Fussmarsch. Vorbei kommen wir unter anderem an einer beeindruckenden, überhängenden Nagelfluhwand. Der grösste Teil des Weges hat der Gestuhl und seine Goldwäsch-Crew selber gebaut. An der Fontanne ankommen geht es jetzt ans Goldwäschen. Der Gestuhl Unternähr führt mich in das Handwerk ein. Du hast noch nie eine Pfanne in der Hand gehabt. Ich habe noch nie eine Pfanne in der Hand gehabt. Nein, noch nie gemacht. Ja. Eben Gold ist ja absolut das Schwerste, was da drin ist. Okay. Deswegen ist es wichtig. Pfanne mit schön viel Wasser. Flach, richtig gut durchschütteln. Das ist die schwere Sache. Am Boden runtergehen. Mhm. Wegwaschen ist wichtig. Immer über die Rille von der Pfanne. Mhm. Nicht auf dieser Seite. Die Rille sind da, dass das Gold nicht rausschliessen kann. Schütteln flach, fest. Ganz Boden auslösen. Es soll hier unten keine Klumpen geben. Dann kann man so wieder die Oberschicht wegwaschen. Viel Wasser wieder frischen, gut schütteln. Ich schaue erst jetzt, ob es hier Gold drin hat. Bis jetzt war es eine grobhölzige Arbeit. Ja. Von jetzt an ist es feine Arbeit. So mit Wiegeln probieren das Sandbänkchen hier runterzuschwimmen. Und wenn es Gold hat, das bleibt schön da oben liegen. Okay. Jetzt probiere ich das einmal. Das steht. Gerade von Hand raus. Ja, ja, die Rolle hast du da, das ist gut. Das Goldwäschen erfordert einiges an Geschick. Man muss gut aufpassen, dass man nicht zu viel Gestein auf einmal wieder zurück in den Fluss kippt. Das ist nicht so einfach. Nein, es sieht einfach aus, aber es ist so. Und jetzt tun wir wiegeln. Nur ganz nicht, also wirklich unfair. Aha, mit dir, ja. Fast das andere so durchgehen. Tatsächlich. Am Schluss sind in der Pfanne ein paar Goldflimmerli übrig geblieben. Die nehme ich sorgfältig auf den Zeigefinger und tue sie ins Gläschen ein, wo wir vorher mit Flusswasser gefüllt haben. Die vierte Lektion von meiner Cowboy-Ausbildung ist abgeschlossen. Ich mache mich jetzt wieder auf den Heimweg. Im nächsten Serienteil lehre ich in der Seilerei, wie ich meine eigene Kalberstrecke herstellen kann.